Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Quest-Gameplay und ich zeige euch das Spiel Crisis Brigade 2 Reloaded. Langer Titel, aber ja, so heißt er nun mal. Jeder kennt das Spiel wahrscheinlich unter dem Namen Crisis Brigade 2 und das ist im App Lab Store erhältlich gewesen, auf Steam VR und so weiter und ich glaube sogar auf der PSVR gab es das Game. Und ja, jetzt hat es den Weg in den offiziellen Meta-Quest Store gefunden und ist da offiziell ab dem 29. September erhältlich, also für euch wahrscheinlich heute, und soll 14,99 Dollar kosten. Ich hoffe, dass es dann auch in Euro automatisch umgewechselt wird, also 14,99 Euro, kann natürlich auch 19,99 sein, müssen wir jetzt abwarten, da habe ich leider noch keine Info zu gehabt. Ja, Crisis Brigade 2, was ist das? Wir haben einen Arcade-Shooter, wo wir wirklich uns gut verstecken müssen hinter Deckungen und dann immer wieder aus der Deckung rausschießen müssen. Und am besten kann man das, glaube ich, vergleichen mit diesen Games von den Arcade-Hallen aus den 80er, 90ern, die eine Waffe vorne hatten, wo wir auf dem Bildschirm gezielt haben. Und ja, solche Spiele sind das. Nur, dass wir damit quasi in VR sind und nicht nur vor irgendeiner Arcade-Spielekonsole sind, sondern wir sind wirklich in dem Game drin. Und ja, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu offensiv spielt, weil einmal kurz falsch rausgeguckt, schon kriegt man Headshot und das war's dann. Crisis Brigade 2 hat auch einen Koop-Modus. Wir können quasi im Multiplayer zocken. Ich zeige euch jetzt erstmal den Singleplayer-Modus. Der Singleplayer-Modus hat eine Kampagne oder drei Kampagnen. Ja, wie die jetzt heißen, zeige ich euch gleich im Game. Ich habe nur die erste jetzt bis zum Boss-Level gespielt und man muss die wirklich auch freischalten, damit man immer weiterkommt. Spieldauer ist mit 2 Stunden angegeben. Könnte gut hinkommen, glaube ich, wenn man wirklich die drei Kampagnen dann durchspielen will. Im Multiplayer kann man natürlich dann auch noch so Spaß haben. Wir haben eine Shooting Range, da können wir halt ein paar Waffen ausprobieren. Wir können Waffen freischalten mit Münzen. Da haben wir eine ganze Menge an verschiedenen Waffen. Wir können Skins freischalten. Wir können uns ein Schild machen, mitnehmen, dass wir wirklich ein Schutzschild haben. Das zeige ich euch auch in dem Game. Und dann habe ich auch noch eine Waffe dazu gekauft, womit es dann ein bisschen einfacher wird, weil die ein bisschen besser sind und stärker sind. Und ja, also mir macht das Game Spaß. Auch für Motion Sickness geplagte Leute ist das super, weil wir stehen wirklich nur auf einer Stelle und müssen uns mit dem Körper bewegen und nicht mit dem Thumbstick irgendwo rumjonglieren. Und ja, wir schießen uns von Station zu Station und dann können wir auch immer die Wege auswählen, ob wir links, geradeaus, rechts wollen. Und so haben wir dann immer ein bisschen ja, andere Map und die Gegner sind woanders, dass man auch gucken muss, okay, wo müssen wir zuerst hinschießen und so weiter. Wir können Power-Ups freischalten, die manchmal über den Gegnern, über den geschlagenen Gegnern dann ja, über den Köpfen kreisen, sage ich einfach mal, und die müssen wir dann halt abschießen und dann haben wir ein Power-Up. Wir haben dann eine andere Waffe, wir haben Zeitloop-Modus gibt es dann auch noch, aber die meisten sind halt verschiedene Waffen, die wir dann kurzzeitig haben, bis ein Magazin leer geschossen ist. Das ist ganz nett, ein bisschen abwechselnd dabei und ja, jede Kampagne hat wohl ein Boss-Level. Ist also ganz, ganz interessant. Und ob ich den Boss geschlagen habe, werdet ihr dann ja gleich in dem Game auch sehen. Noch was zu Leuten, die Behaptics haben. Die alte Version hatte Behaptics Support, deshalb gehe ich ganz stark davon aus, dass diese Version hier auch Behaptics Support hat. Und ich glaube, es gab auch ProTube Support. Von daher denke ich, dass diese Leute dann auch dann Unterstützung haben dadurch. Und ja, mit der Behaptics Vest ist er natürlich noch interessanter, denke ich mal, weil man wirklich merkt, wo man auch getroffen wird. Jetzt aber aufhören mitreden, sondern wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Crisis Brigade 2 Reloaded und ja, hier sind wir im ja, Startbildschirm, sage ich einfach mal. So fängt es an, wenn ihr euch hier neu anmeldet und jetzt wird erstmal unsere Höhe kalibriert. Das machen wir einfach mal so. Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal Auto-Reload zu machen, also nachladen. Automodus oder Manual. Ich mache es erstmal auf Manual. Es gibt aber eine Möglichkeit, wo es automatisch dann wieder in Automodus umschwenkt. Und zwar, wenn wir ein Schild in der Hand halten. Das erkläre ich euch aber nachher. Hier machen wir es. Manual Mode. Press the button to drop the magazine. Put the magazine. Welcome to Crisis Brigade 2. Ja, funktioniert ja gut.
Wir versuchen jetzt mal hier. Shoot the bad guys, not the friendlies. Check your fire. Ja, wir können auch hier die Leute abknallen. So, jetzt sind wir im Menü. Ich zeige euch mal kurz die Settings. Ja, hier haben wir einfach nochmal Manual Mode oder Auto Mode. Mapping Mode wird wahrscheinlich die Dings sein, die Controller-Belegung. Communication Display Englisch, da gibt es Chinesisch, Spanisch und so weiter, leider kein Deutsch. Subtitles off. Online Comms off. Also, das heißt, wir können ja natürlich online spielen mit Freunden oder auch Fremden. Ich zeige euch das aber jetzt einfach nur im Singleplayer-Modus. Und ja, hier haben wir noch einen Angle Offset. Das heißt, wie die Waffe, wenn wir die jetzt so halten, ist die für uns gerade oder nicht? Für mich ist die jetzt gerade, deshalb habe ich die hier auf diese 9 gestellt. Ansonsten, ja, zieht die entweder hoch oder runter, das wäre blöd. Also Kimme Korn sollte schon für uns eine gute Position haben. Das haben wir jetzt hier ausgewählt. Ja, dann haben wir hier unser Shopping-Menü. Hier können wir ja, Waffen kaufen. Wir haben Mikri 314 Dollar nur, das heißt, das reicht noch nicht. Hier haben wir ein Schild. Ich spiele aber jetzt erstmal ohne. Und ja, hier können wir die Stärke einstellen. Wir lassen auf Rookie, weil es ist verdammt schwer, muss ich echt sagen. Und Rookie ist für mich schon schwer genug. Hier haben wir einen Story-Modus. Ne? Wie man sieht, die sind noch nicht freigeschaltet. Müssten wir freischalten. Und los geht's. So, die berühmte Uhr bei dem Game. Und hier muss man sich echt verdammt gut verstecken. Irgendwo ist noch einer hier. So, den haben wir. Einer ist noch am Leben, okay? Okay, jetzt können wir uns entscheiden, wo wir lang gehen. Ach komm, wir machen einfach mal links. Links in die Seitengasse rein. Das passiert alles automatisch. Muss man wieder echt aufpassen. Manchmal sehe ich die wirklich nur aus dem Augenwinkel und schieße dann einfach in die Richtung. Ja, Slow-Mo. Also wir können Power-Upgrades einsammeln, die über den Köpfen sind. Habt ihr eben schon gesehen mit der Waffe. Und jetzt habe ich mir Zeitlupen-Modus geangelt. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt anhält. Oder beim Levelwechsel, ob der auch anhält überhaupt. Denke nicht. Dann hatten wir nicht schlecht. Finish the job. Komm. Na komm raus. Ja, hier haben wir nur eine Möglichkeit, ne? Wir müssen geradeaus. Also ich mag das Game. Einfach ein bisschen rumballern. Good shot.
Zeitlupenmodus war jetzt echt überlebenswichtig. Puh, das war Glück, das war Glück. Wo geht's jetzt hin? Sehr gut, komm. Weg mit dem Dreck. Wow. You haven't finished yet. Was ein nettes Gewehr hier. Oh, langsam wird's interessant. 2 Minuten 50. Oh je, oh je. Heftig. Oh je, oh je. Don't let the last enemy escape. Von links irgendwo, oder? Da ist er. Oh je. Da kann man runter. Ich fühle mich nicht sicher. Also man sollte hier auf keinen Fall Rambo spielen, das sagt ja der Spieler auch. Das war's schon. Habt ihr gesehen, wie schnell man hier down ist? So, jetzt machen wir das Ganze einmal mit Schild. Oder wir gucken jetzt mal, wie viel Geld wir überhaupt eingesammelt haben. 498. Reicht also nicht. So, wir haben jetzt hier ein Schild, können es damit schützen und dann haben wir auch automatisch den Nachlademodus. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Also alles, was man jetzt hier mit zwei Händen machen muss, Gewehr halt und so weiter, geht dann hier mit einer auch. Ja, stirbt man nicht so schnell. Dann wäre es ihm ja auch eine Hilfe. Laden. Komm, gehen wir mal geradeaus. Machen wir ein bisschen anders. Natürlich haben wir hier ein bisschen mehr Schutz mit dem Feld. Kann nicht so schnell von oben Headshots kriegen. Ne? So. Da ist ein Gewehr. Sehr nice. The last enemy is still alive. Komm, am Fenster ist der. Yes. Also ich habe eigentlich rechte Augenaufnahme gemacht. Das sollte eigentlich passen, dass ihr auch was seht. Noch einmal bin ich alleine. Ich glaube, ich bin alleine. Der ist gefallen, ne? Mein Kollege ist gefallen. Erbärmlich gefallen.
jetzt müssen wir wieder aufpassen. Einen Schuss kann man noch abkriegen, dann sind wir down. Wird hart. Aber mit dem Schild ist ein komplett anderes Spiel halt, ne? Und das war's schon. Okay, wir machen jetzt noch eine Runde ohne Schild. Das will ich jetzt noch mal probieren. Wenn wir damit jetzt beginnen und die behalten, natürlich nice. Last Officer, super. Guck mal, hier kann man auch durch stoppen. Jetzt haben wir Doppelknarren. Dass hier auch einen Koop-Modus gibt, macht das natürlich noch mehr Sinn, sowas zusammen zu spielen. Macht auch mehr Spaß dann, ne? Ne? Ja. Und ich sprühe aber sehr krass. So, letzte Runde hier jetzt. Jetzt kommt wieder der Pokertisch, ne? Okay.
Wow, have you seen that? Only one left. Oh. Wieder auf dem Dach, auf dem Balkon, genau. Oh, der hat mich voll erwischt. One more step, and you'll finish the mission. Think about continuing. Ja klar, continue. Was machen wir jetzt noch? Das Geld investieren wir. One more, and you can move on. Seize the time. Gibt's noch eine andere Möglichkeit? Nee. Also müssen wir wirklich runter. Boss Battle. Mann, Mann, Mann. Das ist natürlich schade, dass man da nicht mehr ausweichen kann, aber gut. Ich hätte mehr Damage machen müssen. Ja, Leute. So sieht's aus. War eigentlich ganz, ganz nice. Und das auf dem, ja, auf dem leichtesten Modus. Wie gesagt, wie ihr seht, man kann hier einiges freischalten. M16, Ruger, MK18, Laser Sight noch für die Waffe. Und ja, kann somit natürlich dann diesen Story-Modus durchzocken. Gibt scheinbar ja drei Möglichkeiten. The Raid, Montoya und Ransom. Und ja, dann gibt es immer noch einen Co-op-Modus. Es gibt die Shooting Range, wo ihr ein bisschen ja, mit den Waffen rumprobieren könnt. You should reload. Ja, so sieht's aus. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Gameplay hier gefallen. Wenn ja, natürlich Like raus, Abo-Button nicht vergessen, würde ich mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was sagt ihr zu dem Game? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.